Moin. Und willkommen zu meinem ersten New Super Mario Bros. U Hack, Cloudy Super Mario Bros. U von Remare. Und jetzt kommt der springende Punkt. Sind ich witzig. Have you ever had a dream that you had? Habt ihr vielleicht gesehen? Okay. Ja gut, so secret war das jetzt auch nicht. Hast du sogar gesehen. Die Münzen zeigen es an. Das gibt eine Anzeige. Völlig unreal. 777. Das ist es eben, was mich bei den Fangames immer mega... Siehst, das ist so ähnlich wie ich und meine... Maske. Ich und meine uralten LPs. Natürlich hat man dazugelernt und fühlt das jetzt nicht mehr zu 100%, was man damals gemacht oder gesagt oder gespielt hat, ja. Die Nachbarn, die denken eh schon alle, dass ich gay bin. Wenn du noch einmal daherkommst, ja, dann werde ich deinen Vater packen und seinen in seine Fresse reinhauen. Andys ist, das ist nicht wirklich ein Musikladen, oder? Allein wie sie dasteht. Diese Hotpants, diese mega, dieser Gang, die blonden Haare. Oh, oh mein Gott, ich gebe zu. Ich stehe auf sie. Aber es gehört halt irgendwie dazu, so, 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 so. Der Hack wird mich so anders hops nehmen. Theoretisch kann ich es ja wirklich nochmal zurücknehmen. Ich lösche die Aufnahme, lade es dementsprechend nie hoch und ihr werdet nie erfahren haben. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Bockblind ist der Erste, aber Spaß, Leute. Yo, Leute. Gucci, Kapitän. Ich meine, ich habe erst vor kurzem die Deluxe-Version auf der Switch mit euch zusammengespielt. Deluxe. Deluxe. Und daher kenne ich die Tilesets eigentlich größtenteils noch. Wundervoll. Juhu. Aktiver im Vordergrund so. Im Spiel was zum Teufel? Worte. Tschüss. Aber nur ganz, ganz geringfügig. Ui, da muss es laden. Schafft man Monster-PC? Oh, da kommt man doch hoch. Hier ist nichts. Möglicherweise noch mehr? Nein? Ach. Da gibt's einiges an Stoff. Und natürlich macht man sich als Hacker auch erstmal... BTF? Alter, zum Glück sind hier keine Gegner oder so, weil das wäre halt extrem bitter gewesen jetzt. Boah, sich hier diese ganze... Da kann ich hier rein. Und wir fahren fort. Jo, was war das gerade? Und dann kommt sein hässlicher Bruder von hinten. Finde ich witzig. Man sieht hier nichts. Und? Seht ihr sie? Nein? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber er ist hier unten. Man sieht es hier ein bisschen... So, da kann jetzt der größte Fanboy nicht gegen argumentieren. Das war kompletter Betrug. Das war mega knapp. Nein, den ersten habe ich nicht gesehen. Nur den zweiten Goomba. Die Goombas sind in dichten Nebel gehüllt. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Ja, da. Da ist auch die Pixelwolke gesehen. Da ist auch die Pixelwolke gesehen, genau. Direkt Strafe für schlechtes Deutsch. Das könnte jetzt mal wieder ein Level sein, das wir first tryen. Und mit Yoshi zusammen, Hand in Hand. Oder eher Zunge in Zunge. Wobei, nee, das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Besser ist es, so. Heute läuft's einfach. Als ob hier nur... Mach auf! Oh, 17 Sekunden, Leute! Ich muss durch, es tut mir leid. Wo ist denn das Ziel, verdammt? Soll es die Wolke sein? Hallo! Ist ja klar, dass man das besser macht. Sagte er und nahm sich völlig grundlos. Sein ganzes Leben. Der fliegt da so weit weg, als gäbe es keinen Morgen. Ein bitterer Moment, der mich wirklich verletzt hat. Zu wild. Dislike. Spaß. Student. Aber gut zu wissen, dass die Reflexe heute auch wieder einigermaßen on point sind. Ja, Reaktionsboss. Hä? Finde ich witzig. Natürlich ist Ludwig der einzige Koopaling, der hier am Start ist. Wirklich schade, dass nicht bekannt ist, wer deine Mutter ist. Das müsste genau dasselbe sein. Und ich sterbe hier. Achso, es kommt auch welche von einer anderen Richtung. Ja gut, dann nehme ich lieber den unteren. Blooming Block Billows. Alles, was mit diesen Bauklötzen da zu tun hat, das triggert mich. Nein. Diese Level sind meistens mit Schlangenblöcken und Scrolling und so. Wie komme ich denn an die Starcoin? War doch nur dieser Hammer, Quatsch, dieser Boomerang. They're the same picture. Sieh's. Aha. Muss ich da hoch? Ja. Oh, und dann wieder zurück. Was? Das Level nimmt mich wieder härter ran. Du willst mir jetzt aber nicht erzählen. Ich brauche zwingend das Feisthörnchen dafür. Was soll die Scheiße? Aber ich hab schon im Urin. Ich werde nochmal sterben. Da ist ein Power-Up-Gepair.
Ich meine, das ist ja okay. Braucht man nicht. Na, wobei, so okay ist das auch nicht. Siehst. Oh, was? Ich bin kein Hellseher von Beruf. Tut mir leid. What? Hey, der hat mich nicht mehr getroffen! Der hat mich nicht mehr getroffen! Nicht zu voreilig, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht kommt da noch ein Boomerang, Bro. Jetzt echt? Hm. Cox-Schnürt-Fan. So, jetzt kommt ein Boomerang, Bro, ne? Ja. WTF. Nicht aufregen. Das weiß man als Student. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ich wollte eigentlich sogar kurz stehen bleiben. Stehen bleiben! Alles ist gut. Solange du wild bist. Okay, jetzt keine Panik. Ich habe nicht von Anfang an drauf geschaut, wo die Items sind. Nee, ich habe sie schon völlig aus den Augen verloren. Ich glaube, ganz hinten rechts. Nö. Schade. Aber ey, ich kann damit leben. Mario eher nicht. Ignorieren wir es einfach. Es hat uns... Boah. Essen, trinken. Extra Leben. Das Level ist zu lang. Wie mein D. Was soll ich dazu sagen? Du besiegst mich nicht mehr so leicht. Du schlägst mich nicht nochmal. Bowser giving a hand. Es könnte aber gut sein, dass man die Bowser-Hand ab und zu mal für eine Starcoin braucht. Ja, hier unten. Ja, und wie soll ich die jetzt holen? Du hattest da jetzt auch kaum Einfluss. Sagen wir es, wie es ist. Ich sag's, wie es ist, Leute. Hallo? Bowser-Hand. Nope. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ärgerlich. Lul. Immer schön entspannt durch die Welt. Außer die Polizei ist hinter dir her. Das natürlich bei mir niemals vorkommt. Boah, ich wüsste aber wirklich gerne, ob ich auf diesen gestrichelten Plattformen da stehen kann. Willst nicht ausprobieren. 7 Sekunden? Willst nicht ausprobieren. Oh no. Aber Leute, ich habe das Power-Up. Ein Flugeichhörnchen, was ich auf geistesgestörte Art eingesammelt habe. Ganz entspannt hier so... Ach, komm, ey. Ich habe viel zu wenig Zeit. Und warum hat er sich da jetzt nicht draufgestellt? Ich schaff's nicht. Komm, gib her den Scheiß. Das gibt's doch nicht. Rüber mit dir, Schenkel. Breezy, Bro, was ist das für ein Schenkel? Finde ich witzig. Auf der Scheiß-Deal. Aber Daumen hoch fürs Level. What? Ein paar Sekunden später. Das ist das, was mich so wurmt. Ja, es muss ja... Moin Leute, Trimax hier. Der Tag hat so gut angefangen. So. Ich sag mal so. Naja. Ah, ich bin runtergestolpert. Fearful Factory Tower. Ich dachte, hier geht's in die... Was ist das für ein scheiß Level? Okay, aber hier ist hoffentlich ein Pilz. Wobei... Und hier ist die Starcoin. Ist das dein Ernst? Was? Ich schaff's wieder nicht. Und dann sterbe ich durch ihn. Es regt mich auf! Und hier ist eine Wolke, hier ist eine Dunkelwolke, die habe ich ja gar nicht wahrgenommen. In erster Linie brauchst du Glück, dass die... Jetzt nimmt er mir meine Zeit. Ich war doch schon durch! Ich war doch schon durch! Ich muss dringend irgendeine Lösung für den ganzen Quatsch hier finden. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein... Fucking... What? Was? Und hier fliegt eine Mücke rum. Deswegen habe ich auch vorhin so geklatscht. Ich habe versucht, sie zu killen. Und sie hat mich gerade gestochen. Real Talk. Ich habe sie. Sieht man das? Glänzt es? Unscharf, aber man sieht's. Verdammtes Miststück! Jetzt schaffen wir es. Ich glaube, ich werde am Ende versuchen, einen völlig kranken Sprung hinzulegen, ohne auf diese zwei Blöcke landen zu müssen. Nimm nicht so einen Sprung hier! Nein! Juckt mich nicht. Juckt mich alles. Nicht. Und durch. Dass ich nicht sterbe, ist... Es leckt! Es hat geleckt, aber ich lebe trotzdem! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Oh, dass ich das geschafft habe! Ich bin Gott! Spaß? Das bin nämlich ich. Ein gigantischer Kugelfisch! Na los! Ja! Das Finale war so geil! Genau so werde ich gleich ins Bett fallen. Der sichere Hase. Willst du mich für Blöd verkaufen? What?
Gott! Blume war Gott. Diese goldene Bodentextur, der goldene Himmel, goldenen Röhren, goldene Teppiche. Ein Verbrecher mit Erfolg, meine Teppiche. Aus Gold. So viel Geld schon gespart auf der Volksbank. Alles so schön. Das hier war gerade erst der Anfang. Bis bald. Wenn ihr Bock habt, dann liken, abonnieren, Glocke aktivieren, auf Twitter followen, auf Insta followen, mir eure Kreditkartennummer geben und das Herz eurer Schwester. Bob Lynn ist der Erste, bei dem ich die Glocke tat. Halt's mal, du Doch sie sind nicht mehr 12, sie sind über 18. Deswegen gibt es meinen Sieß. Frisch, einen frischen Sieß. Das ist der einzig wahre und der lange. Nicht dieser kleine, nein, der feine.